Wenn ich Daten zwischen meiner virtuellen Maschine, das heißt zwischen meiner Virtual Box, in dem Fall hier Ubuntu, zum Beispiel austauschen möchte, das heißt, ich habe sie gestartet und möchte von dort dann etwas speichern und möchte von meinem Windows-Gastsystem aus darauf zugreifen, ist es sehr wichtig, einen sogenannten Austauschordner einzurichten. Das mache ich ganz einfach, indem ich hierher klicke, auf Ändern klicke. Dann gibt es hier diese Möglichkeit, gemeinsame Ordner vorzusehen. Und hier kann man dann hergehen und kann hier einen gemeinsamen Ordner hinzufügen oder zum Beispiel einen bestehenden verändern. Ich gehe jetzt mal hierher. Ich habe hier schon einen eingerichtet. Man legt hier den Pfad fest, klickt hier zum Beispiel auf Ändern, würde dann einen Ordner festlegen. Ich habe in dem Fall hier diesen festgelegt. Man sieht den hier auch noch einmal, befinden sich diese vier Dateien herinnen. Wähle hier dann automatisch einbinden. Das bedeutet also, wenn mein Ubuntu-System, meine virtuelle Maschine gestartet wird, wird automatisch auch dieser Ordner eingebunden. Das heißt, ich kann von Ubuntu auf diesen Ordner auf Windows zugreifen und umgekehrt. Den Namen kann ich jetzt hier so belassen. Klicke also auf OK. Habe hier also einen Ordner eingestellt. Als nächstes starte ich jetzt hier Ubuntu, also die virtuelle Maschine. Je nachdem, wie schnell der Computer ist, wird auch diese virtuelle Maschine gestartet werden. Man sieht dann da herunter zum Beispiel, dass die Festplattenaktivität, ja, ob ein CD-Laufwerk zum Beispiel integriert ist und dergleichen mehr. Ubuntu ist jetzt also gestartet. Und als nächstes gilt es dann, hier zu Geräte gehen und Gasterweiterungen auszuwählen, Gasterweiterungen installieren. Ich klicke jetzt hierher. Es geht dann hier dieses Fenster auf. Hier sieht man ein Symbol von einer CD. Und das bedeutet also, dass die VirtualBox dann meinem Betriebssystem, welches innerhalb dieser VirtualBox läuft, vorgaukelt, vorspielt, da sei hier eine Installations-CD eingelegt. Das ist diese hier. Und ich werde jetzt von dieser Installations-CD hier installieren. Ich klicke auf OK. Klicke auf Ausführen. Ich werde mich jetzt hier nach diesem Masterpasswort fragen. Das Masterpasswort ist hier bei meiner Installation Schule eingeschrieben. Klick auf Legitimieren. Und er beginnt dann hier eine Installation vorzunehmen. Das kann eine gewisse Zeit lang dann dauern. Ich habe das also soweit jetzt installiert. Ich klicke mit der Maus hinein. Und hier steht Press Return to Close the Window. Drücke auf meiner Tastatur die Enter-Taste bzw. Return-Taste und das dürfte soweit installiert sein. Damit das Ganze wirksam wird, werde ich jetzt hier einen Neustart vornehmen. Starte also mein Ubuntu-System neu. Und schaue dann, ob ich auf den Austauschordner, den ich ja vorher in meinem VirtualBox Manager festgelegt habe, für meine virtuelle Maschine auch dann wirklich zugreifen kann. Nachdem natürlich Ubuntu neu gestartet wurde. Ja, ich bin jetzt hier drinnen und suche jetzt nach dem Austauschordner. Um nochmal zu schauen, wo mein Austauschordner sich befindet, kann ich hier in den VirtualBox Manager gehen, auf Ändern gehen. Schau hier nochmal nach, welchen Namen ich da vergeben habe. Das ist hier VirtualBox Austausch. Und jetzt gehe ich hier bei Ubuntu herein, gehe hier zum Ordnerverzeichnis, zum Dateiverzeichnis, persönliche Ordner und habe dann hier die Möglichkeit, Dateisystem auszuwählen. Und hier sieht man schon das Linux-eigene Dateiverzeichnis, typische Ordner, die bei Linux vorkommen. Ich gehe hier auf Home. Sehe hier zum Beispiel die eigenen Dateien, die ich hier anlege. Wenn ich aber meinen Austauschordner suche, gehe ich auf Media und habe hier dann mit SF-Austausch, genau derselbe Name wie hier, in einem Doppelklick die Möglichkeit, auf diesen Austauschordner zuzugreifen. Ich schaue jetzt unter Windows herein und sehe dann hier, dass sich hier dieselben Dateien befinden, wie dann hier etwa. Hier kann ich also unter Ubuntu dann etwas hineinspielen und kann dann von Windows aus darauf zugreifen.